Kiffhäuser-Kaserne leistete Uwe Mundlos Mitte der 90er Jahre seinen Wehrdienst. Schon damals fiel er mehrfach auf mit seiner rechtsextremen Gesinnung. Bei einer Hausdurchsuchung wurden NPD-Flugblätter und rechtsextreme Musik gefunden. Trotzdem bildete die Bundeswehr Mundlos weiter auch an Waffen aus und beförderte ihn zweimal. Hatte Mundlos in der Bundeswehr Unterstützer? Das fragt sich Weltjournalist Uwe Müller und verlangte vom Verteidigungsministerium Auskunft. Um die Akten zu 70 Soldaten im Umfeld von Mundlos stritten beide Seiten 7 Jahre lang durch alle Instanzen, denn das Ministerium mauerte. Ich glaube, dass die Gründe, die hier vorgeschoben worden sind, die rechtlichen Gründe, dass die in der Tat nur vorgeschoben sind und dass es wirklich darum geht, diesen politischen Skandal, der in mehrfacher Hinsicht besteht, unter der Decke gehalten wird. Heute nun die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Die Bundeswehr muss die Akten zu Mundlos Kontaktpersonen an Müller herausgeben. Allerdings nur die Teile, die direkt mit Mundlos zu tun haben und auch die nur anonymisiert. Das Bundesverteidigungsministerium wird jetzt diese Personalakten durchschauen müssen und wird entscheiden müssen, welche Seiten eben einen Bezug zu Uwe Mundlos enthalten und wird diese Seiten dann der Klägerseite in Kopie zur Verfügung stellen müssen. Bis wann das geschehen muss, hat das Gericht nicht gesagt. Doch das Urteil dürfte in jedem Fall helfen, die Frage nach Mundlos Bundeswehrkontakten zu beantworten.